liebe Freunde, hier ist wieder euer Hausboot-Profi Frank. Ich stehe heute hier vor der Theodor. Und die Theodor ist ein ganz besonderes Schiff, denn so in dieser Art gibt es sie nur bei Yachtcharter Römer. Sie ist in der Bauform einem klassischen Hamburger Hafenschlepper nachempfunden und insofern richtig ein bulliges Schiff, aber auch ein sehr, ja, ich finde, knuffiges Schiff. Lasst uns die mal von außen anschauen. Wir sehen hier ganz klassische Linie, alles sehr solide, sehr stabil mit umlaufender Reling und obendrauf der Steuerstand. R-Line steht da. Ich denke mal, das steht für Römer, das R, weil das hat sich der Herr Römer so konzipiert, dieses Schiff. Gehen wir mal an Bord der Theodor. Da müssen wir jetzt einen Schritt machen, denn das Schiff ist nicht so richtig von hinten zu begehen, aber wir haben es geschafft. Wenn man hier mal schaut, dann geht das hier nämlich einen ganz schönen Schritt. Einmal auf diese Sprosse hier vom Steg kommen wir rüber und dann sind wir draußen auf der Theodor. Auf diesem Achterdeck haben wir einen ganz guten Überblick über das Schiff und gucken mal, ja, drei Stufen geht es nach oben, uns den Steuerstand an. Hier haben wir auch die Maße von dieser Theodor, 4,70 Meter Breite. Also das ist wirklich enorm, aber auch das passt durch Schleusen und Brücken. Man muss einfach mittig fahren. Und um mittig zu peilen, haben wir, wenn wir jetzt hier am Steuerstand stehen, vorne den kleinen Fahnenmast, den ihr da mittig seht. Hier, da ist er. Und über den lässt sich dann mittig peilen. Wir stehen zwar jetzt am Steuer, an Steuerbord natürlich, aber peilen können wir dann, wenn wir uns ein bisschen nach links verstellen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, diese mittige Fahrweise abzuschätzen. Wir haben auf der Theodor ein Heckstrahlruder, ein Bugstrahlruder. Hier sind die Bilgenpumpen drüber gesteuert und das Paneel von der Marinemaschine zeigt halt das übliche Kühlwassertemperatur, Öldruck, Spannung, Umdrehung. Wir können die Maschine vorheizen und starten und letztendlich auch hier wieder dann stoppen. Und ja, Gas geben wir hier natürlich mit unserem Gashebel. Und wenn wir dann auf engstem Raum navigieren, ist halt auch die Ruderlageanzeige immer nicht schlecht. Ein Hinweis noch zu den Maßen. Also wir haben eine Breite von 4,70 Meter, eine Länge von fast 14 Metern. Das macht natürlich wirklich viel Raum. Wir werden das sicherlich gleich, wenn wir innen rumgehen, uns einmal im Detail anschauen. Tiefgang ist noch ein Hinweis. 1,15 Meter, das ist schon eine ganze Menge. Gerade wenn das Wasser nicht allzu üppig mehr ist am Ende des Jahres oder nach einem trockenen Sommer, dann sollte man schon genau schauen, wo man fährt, damit da kein Malheur passiert. Das Gangbord ist richtig breit, da können wir ohne Probleme lang gehen und das Ganze macht wirklich einen richtigen, ja, Hafenschlepper. Das ist schon ein schöner Vergleich, weil wirklich alles grundsolide und sehr nautisch gebaut ist. Hier sind wir jetzt vorne bei dem kleinen Fahnenmast, den wir schon gesehen haben. Hier ist dann auch die Ankerwinsch und man sieht schon hier, das ist auch eine sehr stabile Ankerkette. Also für das Schiff können wir wirklich sagen, mit dem Anker, das wird sicher vertäut. Den Anker finden wir dann hier unten, wenn man da was sieht. Ja, genau, da unten liegt halt die Kette. Ist auch komplett Kette. Also da ist ja für so ein schweres Schiff ganz praktisch, wirklich mit einer Ankerkette vor Anker zu gehen, damit man da sehr sicher und fest liegt. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt mich mal umdrehe, dann habt ihr einen Eindruck vom Schiff vom Bug aus. Und könnt euch mal anschauen, das ist schon wirklich vom Stil her ein sehr schönes, spezielles, ja, Gefährt ist. Man könnte sagen, auch ein Liebhaberschiff. Lasst uns hier mal zurückgehen. Rettungsring auf jedem Schiff Pflichtbestandteil. Und hier hinten haben wir jetzt wirklich wieder den Steuerstand
Und ja, ein großes Deck, wo man miteinander Boot fahren, urlauben, essen, trinken, quatschen kann oder einfach nur eine gute Zeit verbringt. So, liebe Freunde, jetzt sind wir auf der Theodor. Und ich gehe hier mal durch den Gang. Da schauen wir uns später noch die Kabinen drin an. Aber erstmal wollen wir durch den Gang in den Salon kommen. Und dieser Salon ist für bis zu 10 Personen geeignet. Und diesem Salon kann sich das Leben tummeln. Wir haben hier 2 Tische, rechts und links, ne? Also kann man hier Mädchentisch und Jungentisch oder ja, wie man auch immer die Gruppen teilen will, rechts, links, Backbord, Steuerbord oder man mischt einfach alles durcheinander. Nautisch ist das alles ganz hübsch eingerichtet. Das Konzept ist ja, so hat mir das zumindest mal der Charterer erzählt, einem Hamburger Hafenschlepper nachempfunden. Und somit hat das Ganze hier schon einen ganz besonderen Reiz und wirkt alles sehr solide. Als erstes schauen wir uns den Steuerstand an. Was finden wir da alles? Naja, eine ganze Menge. Oben hier ist die Heizung. Finde ich ganz gut, dass das mal am Steuerstand ist und nicht immer in irgendeiner Ecke irgendwo, wo man dann sucht und in jedem Schiff ist das woanders. Also Heizung, Warmluftheizung, wichtige Sache bei so einem großen Schiff. In 2 oder 2 Heizungen sind hier eingebaut, separat zu steuern. Frischwasser haben wir da. Waste, ne? Wer weiß das? Abwasser, genau. Und ja, Diesel ist das Schiff betrieben. Ruderlageanzeige, klar, hier unter noch der Hinweis, ne? Also das Ding ist nicht das, wie das Boot fährt, sondern das Boot fährt, wie es fährt. Es kann nur eine Hilfe sein zum Navigieren auf engstem Raum. Bugstrahlruder, Heckstrahlruder haben wir da, die Umdrehungszahl für den Motor, den wir vorheizen und dann eben starten können. Und hier haben wir auch nochmal die Daten, ne? Also 13,60 Meter hat das Schiff, 4,70 Meter Breite, wirklich ein enorm breites Schiff. Das gibt natürlich viel Raum. Hier oben sehen wir die Scheibenwischer. Das finde ich mal gut. 4 Scheibenwischer. Wir können uns die hier mal anschauen. Sind an den Scheiben vorne. Die Scheiben stehen senkrecht. Also das ist auch eine Besonderheit. Und eigentlich jede Scheibe hat hier eigentlich einen Scheibenwischer. Also hier haben wir einen, da haben wir einen und den vierten, den sehen wir dann hier vorn. Sodass, wenn wir von hier fahren, eine schöne Rundumsicht haben und alles gut im Blick haben, auch bei unsichtigem Wetter. Wobei, man kann ja mal ehrlich sein, also bei unsichtigem Wetter fahren die meisten Urlauber eh nicht. Gashebel ist natürlich eine wichtige Sache. Und am Ende ein schönes, ja, nautisches, maritimes Holzsteuerrad, wo man den ganzen Kahn hier gut durch die Gegend manövrieren kann. Man muss dazu sagen, das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, weil wir sind hier auf dem Schiff recht weit vorn. Also ich kann hier mal gucken, ob man noch was sieht, wenn man rausgeht. Ja. Na. Ja, so ein bisschen können wir erahnen. Da vorne funkelt es, ne? Da ist das Schiff zu Ende. Also bei dem kleinen Fahnenmast. Und da sind wir recht weit vorn. Das heißt, hinter uns ist eine ganze Menge Schiff, eine ganze Menge ganz schön breites Schiff. Und das von hier zu steuern, da muss man schon ein bisschen Übung haben. Aber dafür haben wir ja auch den Steuerstand. Oben und am Außensteuerstand hat man ja sowieso dann immer den besten Überblick über das gesamte Schiff. Werfen wir einen Blick in die Pantry, in die Küche, integriert hier im Salon, also nicht irgendwie extra. 3 Flammen Gasherd haben wir da. Hier der Backofen arretiert, ne, hier den Hebel nach oben, dann öffnen, Frühstücksbrötchen backen. Meine, für 10 Leute müssen wir, glaube ich, 2 Backvorgänge einplanen oder es gibt halt auch Stulle. Hier ist die Spüle. Natürlich keine Spülmaschine. Handwäsche ist gefragt. Wir schauen mal in die Schränke. Was haben wir hier? Eine ganze Menge Töpfe, große Töpfe, das passt. Und einen Kühlschrank. Und eins verrate ich euch schon. Ich mache den Kühlschrank jetzt wieder zu und drehe mich und dann mache ich den Kühlschrank wieder auf. Passt mal auf, wie der Trick geht. Einmal drehen, aber nur um 180 Grad, weil hier drüben bisschen so, ja, schnappen lassen, gibt es einen zweiten Kühlschrank. Und kann der eine oder andere sagen, der eine ist fürs Bier, der andere für den Wein. Ich finde, für 10 Leute sind die Kühlschränke gut, um da die ganze Mannschaft nicht nur mit Bier und Wein zu versorgen. Nachdem wir uns die Küche und den Steuerstand angeschaut haben,
geht es jetzt ins Vorschiff und wir schauen uns mal an, was wir da so finden. Denn hier vorne ist erstmal, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, das Lager für Gläser und Tassen. Ne? Das hätte man jetzt nicht auf den ersten Blick gedacht. Deswegen Theodor, Gläser und Tassen vorn. Und auch Geschirr gibt es hier im Schrank noch im Vorschiff unterhalb des Steuerstands. Eine Kabine gibt es hier auch. V-förmig wird hier geschlafen. Mit Leseleuchte rechts, Leseleuchte links und einem kleinen Schrank. Also allzu viele Sachen sollten die beiden Personen hier nicht mit haben. Hier der Austritt für die Warmluftheizung. Das ist ja wichtig, dass wir hier auch die Feuchtigkeit rausbringen. Es geht ja nicht immer nur um die Wärme, sondern auch darum, dass wir warme Luft mit Feuchtigkeit produzieren. Und dann haben wir hier oben die Luke und darüber können wir dann natürlich die feuchte Luft ablassen. Das ist hier alles recht solide verriegelt. Und dann wird das im Schiff halt ein bisschen trockener. Gehen wir zurück und halten uns links. Und da finden wir das Bad. Also eine Kabine mit eigenem Bad. So, liebe Freunde, jetzt geht's ins Achterschiff der Theodor in den Gang, durch den wir vorhin in den Salon gekommen sind. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich euch einmal kurz auf die Fenster hinweisen. Denn die Fenster der Theodor sehen sehr stabil und solide aus und die sind alle eben auch dicht. Also da kann man nichts schieben oder anklappen. Das sind wirklich dichte Fenster. Hat sicherlich Vorteile in Sachen Dichtigkeit. Aber muss man eben auch wissen, wenn man eben ein Frischluftfanatiker ist. Wenn man Frischluft braucht, dann haben wir hier vorne direkt neben dem Steuerstand eine Tür. Das ist auch vernünftig, weil wir von hier ja auch, wenn wir anlegen, rausgehen können, wollen und dürfen. Und die machen wir auf. Rums, arretieren sie. Und dann haben wir hier den Gang nach draußen auf das Gangboard. Und wenn es darum geht, halt anzulegen oder auch von Bord zu gehen, dann haben wir hier eine Tür in der Reling, ziehen da ein bisschen beherzt dran, öffnen diese und haben dann die Möglichkeit, hier ganz bequem von der Theodor an Land zu gehen. Und wo wir das jetzt so genau uns angeschaut haben, da können wir doch mal gucken, wie das im Achterschiff weitergeht bei der Theodor, denn dort haben wir ja wirklich richtig viele Türen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht hinter jede Tür ganz genau schauen, weil da sicherlich viel symmetrisch ist. Schauen wir erstmal hier an der Backbordtür achtern. Ein Doppelbett mit, ich nenne es mal Schlupfanteil, also ein bisschen Schlupfkabine. Aber ja, geräumig. Stehhöhe 1,90 nach meinen Maßen. Ich bin ja so 1,84. Also das ist ordentlich. Wir haben hier Kleiderhaken auf der Seite, wo wir die Klamotten abhängen können. Wir können hier auch was reinhängen, haben aber sonst keine Schubkästen. Aber unterm Bett haben wir noch ein bisschen Stauraum. Unterm Bett haben wir hier nochmal... wahrscheinlich um die Tasche zu verstauen. Für Klamotten jetzt vielleicht nicht ganz so praktikabel. So, das ist wieder zu. Ich komme wieder hoch. Das ist die Achterkabine. Spiegelverkehrt findet ihr das Gleiche auf der anderen Seite. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Ne? Aber ein Hinweis, es sind wirklich in allen Kabinen Steckdosen. Also das ist schon mal eine gute Sache, dass wir überall hier auch 230 Volt haben unter Landstrom. Eine Etage weiter gibt es wieder zwei Kabinen. Ich gehe drei Schritte zurück.
Und diese Kabinen sind Bäder. Ne? Also auch Art Kabine für andere Nutzungszwecke. Ein Bad, eine Dusche mit Pumpe. Also die Dusche lenzt nicht automatisch, das Wasser läuft nicht alleine ab, sondern wir müssen dann das Wasser ablaufen lassen. Deswegen hier unten ja auch den Rand, den wir hier nochmal haben, damit das Wasser nicht überschwappt. Eine Sache möchte ich euch darauf hinweisen, das ist die Toilette. Die hat jetzt keine Pumpe, sondern hier einen Fußtritt. Und mit diesem Fußtritt können wir dann spülen. Hier. So wird gespült. Ne? Kennt man, ich weiß nicht, woher man das kennt. Auf dem Boot kannte ich es zumindest bisher nicht. Mal was anderes. Schön großes Waschbecken, das muss man sagen. Und drunter dann ein bisschen Stauraum für Handtücher, Badeklamotten, ähnliches. Ich drehe mich ja nochmal und dann finden wir nebenan, also wieder 180 Grad, wieder eine Kabine. Und diese Kabine ist auch wieder ein Bad. Symmetrisch andersrum, vielleicht finde ich ja hier einen Warmluftaustritt. Ehrlich gesagt nicht. Gut. So, nach diesen beiden Kabinen, die ja die Bäder sind, gehen wir wieder ein Stück rückwärts und landen bei der dritten, beim dritten Türenpaar. Und da haben wir auch wieder Kabinen. Diese sind jetzt von der Orientierung andersrum. Die Füße in Fahrtrichtung mit Schlupfanteil, sage ich mal. Da unter ein bisschen schlüpfen, Kleiderschrank. Und das sind halt hier jetzt kein Doppelbett, sondern zwei einzelne Betten. Also das ist ja für manche ganz wichtig, da für sich jeder ein Bett zu haben. Ist eben hier der Fall. Und hier ist auch ein Warmluftaustritt. Also die Kabine an sich ist hier beheizbar, belüftbar. Was mir scheint im Badezimmer nicht. Ich habe es jetzt zumindest nicht gesehen. Gegenüber das Gleiche. Wir schauen nur kurz rein. Ist von der ganzen Geschichte identisch, damit ihr das nur einmal der Ordnung halber seht. Also haben wir jetzt vier Kabinen, a zwei Leute, macht acht Personen. Eine Kabine im Bug, in V-Form schlafen, 10 Personen, das passt. So ist die Theodor ausgelegt. Ich gehe wieder zurück in den Salon, tauche hier so langsam aus dem Gang wieder auf, so dass wir jetzt eigentlich den Rundgang über die Theodor fertig haben. Ihr habt alles gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Kommentare, wenn Fragen sind. Und wir sehen uns bald auf dem Wasser. Bis dann, euer Frank. Ciao.